Köln, Bergdoktor Starmark Keller, 58, gehört in der diesjährigen Staffel von Let's Dance zu den Favoriten auf den Titel Dancing Star 2024. Was viele jedoch nicht wissen, der Schauspieler hat eine schwere Zeit hinter sich. Denn seine Frau Thülin, 63, ist schwer krank. Sie leidet an der unheilbaren Nervenkrankheit Parkinson. Zwar sind die beiden schon seit Jahren getrennt, dennoch hält er an einem Eheversprechen, bis dass der Tod uns scheidet, fest. Der frühere Alarm für Cobra 11 Star und seine Frau sind bereits seit 1992 verheiratet. In ihrer Ehe haben sie die Söhne Aaron, 31, und Joshua, 28, bekommen. Diesen erteilte Mark auch ein Let's Dance-Verbot. Wenn mir einer konstruktive Kritik sagt, dann bin ich absolut kritikfähig, erklärte er kürzlich in einem Gespräch mit RTL, bei seinen Kindern befürchte er jedoch eher eine Art Schmähkritik, wie er sie schon mehrfach bei Auftritten von den Los Caleros erleben musste. Doch die beiden hielten sich bisher nicht an die strikte Anordnung und unterstützten ihren Vater und seine Tanzpartnerin Katrin Menzinger, 35, bei ihren Auftritten, und hatten sogar Lob parat. Wir sind positiv überrascht gewesen. Er war ein bisschen nervös am Anfang, das hat man gemerkt, verriet Aaron im Anschluss an die erste Showeinlage. Und die Familie hält nicht nur bei der beliebten Tanzshow zusammen, sondern auch in allen anderen Lebenslagen. Denn Joshua kümmert sich um seine kranke Mutter, wie der Schauspieler in seinem 2023 erschienenen Buch über Glück, in dem er auch die Krankheit seiner Gattin öffentlich gemacht hatte, verriet. Mark Keller spricht in einem Interview über den Zustand seiner Ehefrau, demnach habe alles mit einem Tremor begonnen, auf den zahlreiche Eingriffe folgten. Vor 15 Jahren soll sich Thülin nach einer Bandscheibenoperation einen Krankenhauskeim eingefangen haben, mit dessen Folgen sie immer noch zu kämpfen habe. Wie es um die 63-Jährige steht, sei jedoch nicht bekannt. Zudem teilte der Schauspieler gegenüber Bild mit, dass er nicht über seine familiäre Situation sprechen wolle. Allerdings gab Mark 2021 gegenüber der Zeitschrift Bunte zu, dass seine Frau bereits seit 20 Jahren ein Pflegefall sei. Heute lebt der Bergdoktor-Darsteller mit seiner Lebensgefährtin Anna in Köln. Da seine Ehefrau am Bodensee daheim ist, pendelt er ständig, um bei der Pflege zu unterstützen, die hauptsächlich sein jüngster Sohn übernommen hat. Thank you.